Hallo? Ah, okay. Man hört mich also. Gut. Also jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass man mich hört. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich gerade gemacht habe, aber... Also ihr müsstet mich jetzt auf jeden Fall hören, liebe zwei Zuschauer, die jetzt hier mit dabei sind. Also das wäre sonst komisch. Also ich habe mich nämlich gerade gehört. Ich weiß ja nicht, ob man das jetzt hier in meinem Mikro mitgehört hat. Das wäre sonst echt ein bisschen bitter, wenn man das irgendwie gehört hat. Aber ich habe mich halt Hallo sagen gehört. Als ich gesagt habe, hört man mich. So, ich kann ja jetzt noch mal eben kurz so ein bisschen warten. Ich hoffe, das mit der Musik funktioniert auch. So. Also man müsste jetzt auch leise Musik hören. Also das hoffe ich jetzt. Ich hoffe, das klappt. So, da ruft mich jemand an. Ich mute mich mal ganz kurz, okay? Wie ihr jetzt im Titel seht, Hashtag erster Stream Fußballtalk. Ich habe mir so gedacht, man könnte ja so ein bisschen über Fußball reden. Gerade läuft ja auch die zweite Bundesliga live. Drei Spiele sind gerade live, nämlich Holstein Kiel gegen Duisburg, Nürnberg gegen Fürth und Sandhausen gegen Aue. Und Kiel führt einfach mal mit 3:0. Das hier kann ich verstehen. Also ich weiß ja nicht, ob ihr mal so Interviews mit Christian Streich mitbekommen habt, aber der reagiert auch oftmals gereizt oder eben, naja, mit ihm und Medien, das ist ja auch so eine Geschichte für sich. Und in München, ich sag mal vom Mensch her, vom Typ Mensch her, ist er der Passende für Bayern. Aber als Trainer für die Öffentlichkeit, wie er dann da ja auch stehen soll, und Bayern ist mal ein großer Verein, muss man ja auch leider sagen hier. Ich sag nicht umsonst das Bayern-Trikot heute. Aber menschlich, charakterlich ist er super. Aber ich glaube nicht, dass das passt. Da muss ich dem hier leider recht geben. Also, oh, guck mal, Autor ist Michael Ballack und Marius Soilke. Interessant. Oh, warte, habe ich das hier gerade? Ja, natürlich habe ich das hier. So, wartet mal. Hier. Benfica. Also. Da soll mal jemand sagen, ich habe hier. Ich sammle hier irgendwie keine Trikots oder so. Aber
Ich glaube, das Trikot kennt er ja auch schon. Dass die Premier League besser ist als die Bundesliga, stimmt nicht. Dies gelte lediglich für die von Minzow angesprochenen Top 6. Dahinter sei die Bundesliga ausgeglichener. Das stimmt. Siehe einfach mal, wer oben steht. Eintracht Frankfurt. Die Mannschaft schlechthin in der Saison, wo man sich klasse entwickelt. Und da ist es in Deutschland von den internationalen oder von den Europacup-Plätzen her, da kommt es viel mehr zur Überraschung als in England. Ragnik, ich gebe dir zum Teil recht, zum Teil gebe ich dir nicht recht. So, wir schalten hier nochmal zurück und schauen mal, wie es hier steht. 5-0 ist gefallen. Ein Eigentor. Gerrit Nauber buxiert den Ball ins eigene Gehäuse. Es steht 5-0. Alles klar. Hier endlich mal wieder wach. Das finde ich auch. Also, das rührt mich richtig für Kiel. Also, da schießt man sich gerade echt den Frust raus. Damit grüße ich auch he sehr, sehr herzlich Uwe. Ich weiß nicht, ob er zuschaut, aber so. Ich möchte Spieltag und Tabelle. So. Okay. Ah, komm, ich mache einfach mal ein neues Spiel. Und dann zeige ich euch mal das Spiel einfach. Und dann kann ich ja immer noch weiterspielen. Ist aber dennoch ein cooles Spiel, kann ich euch nur empfehlen. Ach ja, auch nochmal hier. Ich werde hier ein wunderschönes kleines einen kleinen Zusammenschnitt machen und das kommt auf YouTube. So. Und jetzt präsentiere ich euch mal hier das Spiel. Heute ist ein weiterer sonniger Tag auf unserem Bauernhof. Aber kein gewöhnlicher Tag. Mein Vater macht sich auf den Weg zum Markt in der Stadt. Ich muss ihm dabei helfen, alles zusammenzusuchen, was er dafür benötigt. Hier ist ein Gauner. Haha, das Haus brennt lichterloh. Haha. Oh nein, unser ganzer Bauernhof. Oh, steht in Flammen. Was geht da vor sich? Ich muss sofort nach Hause laufen. Ich habe mir dieses Spiel geholt, weil ich dachte, es ist so ein bisschen an Anno angelehnt. Und man kann halt bauen. Halt so eine Siedlung. Letztendlich ist es aber halt mehr so ein Rätselspiel. Weil man muss halt überlegen, man muss suchen, man muss verkaufen, man muss kaufen und wie ihr seht, man braucht halt eben für gewisse Sachen, so wie auch eben hier mit dem Reparieren, braucht man gewisse Ressourcen. Ob es nun, ich kann ja schon mal so ein bisschen spoilern, ob es nun Tränke sind, ob es nun Arbeiter sind, ob es Soldaten sind, ob es Werkzeuge sind, Nahrung, also da gibt es viele Möglichkeiten. So. Oh, gerade ist doch eine Spende eingegangen. 4,55 €. Ich bedanke mich. Ich muss das nochmal einstellen auf jeden Fall. Ich weiß nämlich nicht, warum hier nicht der Effekt kommt. Ich habe nämlich eigentlich Bilder und alles über Streamlabs ausgewählt. Ich weiß aber nicht, warum es nicht funktioniert. Also, aber ich bedanke mich auf jeden Fall für die 4,55 €. Grüße gehen selbstverständlich raus. Ich würde es auch einfach mal sagen, das war jetzt hier so ein kleiner Einblick. Hier, wie ihr seht, finden wir jetzt auch schon Eier. Wir brauchen Eier. Aber das ist halt hier das Spiel, halt Hero of the Kingdom. Ich werde das hier auf YouTube natürlich auch mit hochladen. Könnt euch dann ja sehr, sehr gerne auch das Spiel holen, wenn ihr es spielen wollt. Wie gesagt, ich bin neu und deswegen verzeiht mir, wenn alles nicht perfekt ist. Aber jetzt weiß ich auch, woran es liegt, warum ich nicht zu hören war. Ich habe am Anfang geredet und ich war halt überhaupt nicht zu hören. Sagt unbedingt euren Freunden Bescheid, dass es einen neuen Streamer gibt. Vielleicht streame ich sogar das nächste Mal auf YouTube, das ist ja auch so ein bisschen einfacher, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, als hier bei Twitch. Und ja, ich könnte euch jetzt so eine Interception zeigen, indem ich hier zeige, wie es hier aussieht mit der Verzögerung, weil es ist ja immer leicht verzögert. Oh, da hat man die Kamera kurz ausgesetzt.
Habe ich sogar gesehen. Na, jedenfalls. Also. Ich, das kann ich aber so lassen. Also. Das war's jetzt hier mit meinem allerersten Stream. Würde ich jetzt auch einfach mal so sagen. Ich hoffe, euch hat dieser Stream hier gefallen. Wenn's so ist, dann, ja. Sagt doch sehr, sehr gerne, was ihr sonst das nächste Mal in dem Stream sehen wollt. Ich hätte da zum Beispiel im Angebot Minecraft Story Mode, falls ihr vielleicht mal auf ein bisschen Story Action Lust habt. Theoretisch könnten wir auch ein bisschen PUBG spielen, wir könnten Starbound spielen, wir könnten auch, wenn ihr darauf Bock habt, The Witcher 3 Wild Hunt spielen. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen oder Kommentare nicht vergessen. Vielen, vielen Dank nochmal für die Spenden in Höhe von, ich kann da nochmal eben schauen, von 5 Euro, 10 Euro, 5 Euro und 10 Euro. Also, ihr seid echt toll. Vielen Dank für die Spenden auf jeden Fall. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, sagt, was wir das nächste Mal machen wollen. Und ich verabschiede mich dann. Ich mache mich weg. Lasse sonst noch dieses Lied. Ich kann mal eben gucken. Ja, okay. Das Lied ist zu Ende. Ich lasse uns noch ein Lied laufen. Und dann beende ich den Stream. Und ja, bis zum nächsten Mal.